Burger, Pommes, Nuggets, go. Und damit, hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute am 1. Mai, dem Feiertag, an der, ich glaube, Oder sind wir hier. Und ich bin nicht mehr in Berlin, sondern bin heute mit meiner Familie so ein bisschen mit Fahrrädern rausgefahren. Also wir sind ein Stück mit dem Regio gefahren, aber da waren kaum Leute drin, deshalb Ansteckungsgefahr wegen dem Coronavirus ist nicht so hoch. Und ich habe natürlich auch einen Mundschutz. Allerdings, ja, ich hoffe, ihr habt heute alle, ich denke, ich lade es erst später hoch, wie auch immer, alle einen schönen Feiertag heute gehabt. Und es geht euch allen gut und ihr seid gesund und eure Familien auch. Und heute teste ich einen sehr spannenden Test. 1,20 Euro hat sie gekostet. Und zwar die Beefy. Also ich denke, diese Beefy-Rollen kennt jeder oder viele. Esse ich eigentlich ganz gern, finde ich aber ziemlich teuer immer. Zum Beispiel die hier hat jetzt 1,20 gekostet. Aber ich bin einfach neugierig, weil das ist keine normale Beefy-Rolle, sondern die ist scharf. Die gibt es auch schon ganz schön lange Zeit. Und ich werde sie mal probieren. Ich öffne sie mal kurz. Ja, von der Sache her finde ich allgemein diese Beefy-Rollen sehen jetzt nicht wirklich so mega toll aus. Aber ja, probier mal. Hier sind ja auch so Flammen abgebildet. Also, sie schmeckt tatsächlich so wie auch diese anderen Beefies, aber so wirklich scharf ist sie nicht. Also schon, man merkt schon, ich denke mal, die Wurst da drin ist halt ein bisschen mit so leichter Schärfe. Aber ich denke mal genau, dass in der Wurst so eine leichte Schärfe ist. Mega scharf ist sie nicht, aber zu scharf wäre, glaube ich, auch nicht so toll. Kommen wir zur Punktevergabe. Ich weiß nicht, also für den Preis, das muss man, also ich finde die tatsächlich erstaunlich lecker und habe die auch früher gerne so gehabt, so auch in die Schule so, ne? Selten, aber manchmal. Aber ja, ich denke, so mega gesund ist die auch nicht, aber darum geht es ja jetzt gerade gar nicht, sondern ich weiß nicht, also die schmeckt schon. Allerdings finde ich 1,20 schon eine Menge Geld. Und warte. Ich gebe dieser Beefy 6 von 10 Punkten. Also sie ist jetzt nicht irgendwie mega krass. Aber man kann sie essen und 6 von 10 Punkten ist doch eigentlich schon ziemlich gut abgeschnitten noch. Dann hoffe ich, wie gesagt, bleibt gesund, stay hurly und wir sehen uns. Lasst ein Like und ein Abo da. Fast Flammy. Ciao.